Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Elementarschamanen Syndol. Ja, auch bei Syndol geht es endlich weiter. Gestern ging es ja schon mit Sinhunter los, nach meiner längeren Prüfungspause, wo ich mir ja so ein bisschen freigenommen habe. Und hatte ich auch bei Sinhunter schon erzählt, das hat sich definitiv gelohnt. Und dementsprechend mit frischer Energie und frischem Elan und frischer Motivation geht es hier jetzt weiter. Mein Plan für die nächsten Folgen ist, so schnell wie möglich auf Stufe 62 kommen. Ich habe nämlich langsam genug von der Höllenfeuer-Halbinsel. Ich liebe zwar dieses Gebiet, aber wir waren hier einfach schon viel zu oft, auch mit Merrily schon. Was geil wäre, ist auf jeden Fall, habt ihr euch ja auch mehr oder weniger einstimmig dazu entschlossen, beziehungsweise mir euren Favoriten mitgeteilt, ob wir halt wirklich in die Wälder von Terokka gehen ab Stufe 62 oder ob wir wieder in die Zangarmarschen gehen. Und Wälder von Terokka klang auf jeden Fall sehr, sehr gut, sowohl in meinen Ohren als auch in euren Ohren. Und ihr habt das auch zahlreich in die Kommentare geschrieben. Deswegen heißt jetzt der Plan für die nächsten paar Folgen, möglichst schnell 62 werden. Das sollte ziemlich flott gehen. Ich bin jetzt 72% rested. Ich frage mich gerade, warum das nicht 150% sind, weil mit Syndol habe ich während meiner Prüfungszeit eigentlich auch nicht gespielt. Und Sinhunter war sogar bei 150%, glaube ich, Erholungsbonus. Aber gut, das ist schon mal besser als gar nichts. Jetzt muss ich selber mal gucken, wo wären wir letztes Mal stehen geblieben? Urtrak müssen wir töten, ansonsten müssen wir die Absturzstelle nach Überlebenden durchsuchen, okay. Die PvP-Quest könnten wir machen, nimmt aber gerade zu viel Zeit in Anspruch. Wir können hier oben schon mal ein bisschen questen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal, bevor wir hier ewig rumtrödeln. Wie gesagt, ich mag möglichst schnell 62 werden, dass wir dann in die Wälder von Terokka gehen können. Endlich mal ein neues Gebiet, wo ich auch selber schon ewig nicht mehr gequestet habe. Jetzt muss ich mal gucken. Wo ist denn der? In der Nähe des Belagerungsturms der Allianz von Seth Gore Blasen, okay. Welches soll denn das sein? Ist das das hier? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Das sollten wir aktivieren und das sollten wir aktivieren. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, Freunde. Das ist der Wahnsinn. Das sind jetzt... Bis auf die Aufnahmen, die ich während den Prüfungen, wobei, nee, während den Prüfungen habe ich nicht mal welche gemacht, das hatte ich alles davor schon aufgenommen und mich ja dann dazu entschlossen, dass ich alle zwei Tage jeweils eine Folge hochlade, also alle zwei Tage Syndol und alle zwei Tage Sinhunter, dass wir da zumindest ein bisschen was auf dem Kanal haben, und aufgenommen habe ich in der Zeit nicht, also ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, ich hoffe mal, ich komme jetzt einigermaßen gut rein. Okay, der wird uns wahrscheinlich auch gleich angreifen, was soll's, Ding, mach mal einfach mal kaputt. Wo ist eigentlich der Wolf hin? Na, wie auch immer. Ich habe das ja schon bei Sinhunter erzählt. Meine Prüfungen sind super gelaufen. Ich bin absolut happy. Und jetzt habe ich erstmal 5 Wochen frei. Und da werde ich natürlich ordentlich aufnehmen. Und diese Kniesehne nervt so sehr. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt schauen wir mal, ob das hier geht. Geht tatsächlich, okay. Und da oben ist er auch schon. Urtrak wird euch töten. Davor töten wir dich aber, mein Lieber. So leicht lassen wir uns nämlich nicht kaputt machen. So, da ist auch schon Geschichte. Das ging ja flotter denn je. Dann können wir uns auch direkt aufmounten und die Quest abgeben. Und dann können wir uns, denke ich, auch tatsächlich Richtung Nordwesten begeben. Hier unten haben wir soweit keine Quest mehr. Wir könnten hier mit den Goblins an der Absturzstelle reden. Ich bin ganz Ohr. Habt ihr schon in das Horn gestoßen? Wir müssen es bald tun. Wer weiß, wann Thralmar die Unterstützung der Unerschütterlichen braucht. Ja, bitteschön, hier hast du das Kampfhorn wieder. Er ist tot. Ich bin froh, dass die Unerschütterlichen euch im Kampf unterstützt haben. Ich dachte mir schon, dass sie dem Ruf ihres Schlachthorns folgen würden. Aber ich war mir nicht sicher. Vielleicht haben wir ihnen jetzt die Rache ermöglicht, die sie so sehr begehrten. Ihr habt Urtrak getötet. Diesen Sieg müssen wir Kommandant Hogarth im Rüstlager der Allianz melden. Er wird verstehen, welche Gefahren ihr für ihn auf euch genommen habt. Ja, das wird er, denke ich, verstehen. Die gefallenen Ehren. Hogarth, der Kommandant des Rüstlagers, befindet sich im östlichen Turm. Ihr müsst ihm von eurem Sieg über Urtrak berichten. Vielleicht ist er dann freundlich? Natürlich könnte er auch versuchen, eure Seele zu fressen. Bei Geistern wie diesen weiß man nie. Die Unerschütterlichen sind uns immer noch feindlich gesonnen und werden versuchen zu töten, wen sie können. Seid vorsichtig, Syndol. Okidoki. Wo ist denn der? Der ist... Ah ja, der ist tatsächlich gleich hier vorne, okay. Das ist wahrscheinlich hier an dem Turm, oder? Ja, das sieht ganz danach aus. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Dann fliegen wir da mal ganz flott hin. Mal gucken, wo der uns noch hinschickt. Da ist eine Zauberin, die wird uns angreifen. Tut sie auch schon. Unterbrechen wir sie mal ganz schnell. Aber wenn man sich das mal so ansieht, wir sind jetzt schon Level 60 mit Syndol. Das ging eigentlich ziemlich flott. Welche Folge haben wir eigentlich heute? 139. Wahnsinn. 139, das sind schon fast 5 Monate. 4,5 Monate hocken wir hier schon dran. Die Zeit verging irgendwie wie im Flug. Der Wahnsinn. So, der hat keine Stimme. Die gefallenen Ehren, wir haben die Schlacht vor so langer Zeit gegen die Höllenorks verloren. Ihr habt uns unsere Ehre zurückgegeben, indem ihr Urtrak getötet habt. Nehmt euch eine unserer Waffen. Wenn ihr gegen unseren verhassten Feind in den Kampf zieht, benutzt diese Waffe. Und die unter uns, die frei vom Fluch sind, werden euch zu Hilfe kommen. Bevor ihr geht, möchten einige, die vor Jahren beim Belagerungsturm gefallen sind, euch für die Zerstörung unseres Feindes Ehre erweisen. Alles klar, was bekommen wir denn? Einen zweihändigen Stab? Ja, Stäbe. Eigentlich geile Teile, wie sieht denn das aus? Ja gut, ist ein schäbiger Stab mit einer Perle, mit einem Kristall oben drauf. Aber Stäbe auf Schamanen mag ich ja nicht so gern. Ich hatte ja schon öfters erwähnt, dass ich auf Schamanen gerne eine Einhandwaffe habe und ein Schild, einfach weil das optisch für mich zum Schamanen dazugehört. Deswegen werden wir das trotzdem nehmen, weil das nochmal 2 Gold mehr bringt als die andere Waffe, wenn wir das verkaufen. Aber ausrüsten werde ich das natürlich nicht. So, was passiert hier? Die freuen sich alle. Aber ich glaube, die sagen nichts mehr, oder? Ne, ziehen wir mal weiter. Vielleicht schaffen wir in der Folge noch ein Level up. Das wäre natürlich richtig geil. Und jetzt, wo wir fliegen können, können wir eh total schnell hier von A nach B kommen. So, die Absturzstelle ist hier vorne. Das hier oder das hier hinten? Ich weiß halt nicht, ob das für Allianz und Horde getrennt ist. Allianz war hier hinten, glaube ich. Ach nee, hier vorne ist das, okay. Wir sind schon mal die gleichen. Gehen wir das mal ab. Untersuchung der Absturzstelle. Wir wurden von der brennenden Legion abgeschossen, obwohl wir eine Friedensflagge geschwenkt haben. Wer hätte ahnen können, dass die brennende Legion so gemein ist? Wir können leider nicht mit euch zum Rückenbrecherposten kommen. Wir müssen den Zeppelin reparieren und dann weiterziehen. Bleibt gut drauf. Alles klar, im Notfall. Das mit den Zeppelin-Trümmern. Ich bin gerade am Überlegen. Weil allzu viele Quests müssen wir hier nicht mehr machen. Wollen wir das Zeug hier oben machen und das hier mal lassen? Zeit ist Geld. Felsherze. Ah ja, das haben wir alles mit Merrily schon gemacht. Das haben wir tatsächlich alles mit Merrily schon gemacht. Ich würde sagen, ja gut, das hier oben haben wir auch schon mit Merrily gemacht, aber Rundblick, Kronen Rückenbrecher, Terrorbestie. Lasst erstmal die Quests hier vorne machen. Seelen der zerschmetterten Hand geerntet. Das haben wir, glaube ich. Das ist eine Hordenquest. Das ist definitiv eine Hordenquest. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das schon mal mit Merrily gemacht haben. Beziehungsweise ich das eigentlich überhaupt schon mal gemacht habe. Weil den letzten Hordler, den ich über die Höllenfeuer-Halbinsel gebracht habe, das war mein erster Charakter. Das war mein Hexer damals, als ich angefangen habe mit World of Warcraft. Also die Quest kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Was müssen wir denn da machen? Tötet 20 Orks und kehrt danach zur Apotheke Antoniewicz zurück, okay? Ja, das geht ziemlich flott. Da können wir, denke ich, auch ein bisschen sammeln. Würde ich sagen, kommst du mit? Würde ich sagen, kommst du mit? Und vielleicht den da hinten noch. Das sollte erstmal genügen. Können wir ein Totem aufstellen und dann schauen wir mal, was wir hier durchbekommen. An Schaden. Okay, die können unseren Naturschaden sperren. Das ist natürlich gar nicht gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Wenn ich die Heilung nicht durchkriege. Okay. Aber gut, das geht sich schon. Solange die nicht den Naturschaden sperren, ist das eigentlich ganz okay. So, sehr gut. 3 von 20 haben wir schon. Dann können wir mit ihm hier weitermachen. Und ja, ich habe das ja, glaube ich, auch schon in der ersten Folge nach der Pause jetzt bei Sinhunter erwähnt. Oh, ist das nicht durchgegangen? Ne, der hat tatsächlich keinen Flammenschock drauf. Wer ist er? Achso, ein Hexenmeister. Ich bin aktuell so ein bisschen am Überlegen. Ich will ja jetzt ein neues Projekt starten. Vor allem jetzt, wo ich auch Zeit habe. 5 Wochen ist eine Menge. 5 Wochen sind auf jeden Fall knapp 35 Tage. Oder?
ja, 35 Tage, 36 Tage, 37 Tage, sowas um den Dreh rum. Das heißt, da könnte ich ein kürzeres Projekt auf jeden Fall durchbringen, wenn ich jetzt was Neues anfange. Na, muss ich mal gucken. Ich bin da aktuell so ein bisschen am Überlegen. Ich hatte während meiner Prüfungszeit auch so ein bisschen in Steam rumgeguckt. So richtig geile Spiele gibt es aktuell aber nicht unbedingt. Muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich vielleicht was Älteres mache. Hätte auch mal wieder Bock, irgendein Spiel zu spielen, was ich selber auch noch nie gespielt habe. Das ist halt bei neuen Spielen dann ein bisschen einfacher. Ja, töten wir die alle dreimal gleichzeitig. Wie gesagt, deswegen hätte mich ein neues Spiel eher gereizt, aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Ich meine, wenn es kein geiles Spiel gibt aktuell, was mir zusagt, ist das natürlich ein bisschen doof. Da muss ich auf jeden Fall mal gucken. Aber ich würde halt gerne jetzt in den 5 Wochen, die ich frei habe, bevor das zweite Semester dann losgeht, ja, irgendein Projekt nochmal durchpressen hier. Falls ihr mal Ideen habt oder so, dürft ihr mir das gerne mitteilen. Hatte ich ja schon öfters gefragt. Ich habe hier auch irgendwo noch meinen Zettel. Ich finde den aber gerade irgendwie nicht. Den muss ich irgendwie während meiner Lernphase irgendwo hingetan haben. Also weggeschmissen habe ich ihn auf keinen Fall. Aber auf dem hatte ich definitiv einige Spiele notiert, die ihr mir schon erwähnt hattet. Wo ihr Bock drauf hättet. Muss ich mal gucken, ob ich diesen Zettel irgendwo finde. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. So, 12 von 20. Das dürften wir in der Folge eigentlich noch schaffen. Ich würde dich gern unterbrechen. So, sehr schön. Ich habe mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht damit auseinandergesetzt, was dieses Jahr so für Spiele rauskommen. Ich war jetzt wirklich so krass mit dem Studium beschäftigt. Einfach weil ich aktuell so richtig krass motiviert bin. Ich habe irgendwie null an PC und PC-Spiele und sowas gedacht. Deswegen muss ich da mal gucken. Also es könnte durchaus sein, dass dieses Jahr noch geile Spiele rauskommen. Bin ich mir jetzt aber noch gar nicht sicher. Aktuell läuft ja die Elder Scrolls Online Beta. Da habe ich lustigerweise keinen Beta-Key bekommen, obwohl ich mich eigentlich ziemlich früh dafür schon angemeldet hatte. Das heißt, das konnte ich so noch nicht testen. Ich habe das bei einer Freundin mal gesehen, die das mal angezockt hat. Sieht interessant aus. Es ist halt irgendwo doch Skyrim, aber so extrem geile Sachen bietet es aktuell so auf den ersten Blick nicht unbedingt. Es ist halt ein MMO im Skyrim-Universum beziehungsweise im Elder Scrolls-Universum. Ja, mal gucken, wenn das mal rauskommt. Das Blöde ist halt, Abo-Modell ist immer so eine Sache, ne? Ich meine, ich zahle ja jetzt hier schon für WoW monatlich. Ich habe eigentlich keinen Bock, nochmal für ein Spiel monatlich Geld hinzublättern. Ich meine, das summiert sich natürlich auch. 13 Euro, 13 Euro, das sind schon mal 26 Euro im Monat. Naja, muss ich mal gucken, auf jeden Fall. Also an sich sieht das definitiv interessant aus, aber ob ich mir das wirklich geben werde, deswegen hätte ich halt gern die Beta ausgecheckt, aber naja, man kann nicht alles haben. Scheinbar haben sich ja, nachdem die Beta jetzt eröffnet worden ist, viele Leute auch dagegen entschieden, das Spiel quasi sich zu holen und haben bei Amazon etc. fleißig ihre Vorbestellungen storniert. Das sind halt alles so kleine Zeichen, wo man sich denkt, ja, wird aus dem Spiel noch was? Keine Ahnung, wie gesagt. Aber ich werde mich auf jeden Fall demnächst mal informieren und gucken, was es in diesem Jahr 2014, hat ja auch erst gerade angefangen, was da für geile Spiele rauskommen werden. Und ja, mal gucken, wir werden definitiv irgendein neues Spiel demnächst mal anfangen, wenn es denn dann rauskommt, was geil ist, was mir persönlich natürlich auch Spaß macht. Weil ich habe natürlich keinen Bock, irgendwas aufzunehmen, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Und ja, müssen wir halt einfach mal gucken. Und in den 5 Wochen würde ich jetzt halt gern so ein kleines 20-30-Folgen-Projekt durchpressen. Muss ich mal gucken, was ich da finde. So, eine Last auf der Seele. Was mit der Sprache? Gut gemacht, Sindol. Eure Seele ist mit vielen Toten belastet. Und der dämonische Seher wird nun seine Pflicht für euch erfüllen. Wollen wir hoffen, dass ihr für das Folgende gewappnet seid. Der dämonische Seher. Der dämonische Seher ist du bereit. Bringt ihn hinter die Höllenfeuer-Zitadelle in das Höllenfeuerbecken und platziert ihn dort auf dem Boden. Er wird sich dann selbst in die Höllenfeuer-Zitadelle einstellen.
Sprecht danach mit dem Seher und schreibt auf, was ihr erfahrt. Bringt euren Aufschrieb zu mir. Geht, Sindol, aber erst, wenn ihr bereit seid. Die Höllenfeuer-Zitadelle wird ohne Zweifel die Anwesenheit des Sehers entdecken und Wärter schicken, um ihn zu vernichten. Alles klar, das machen wir dann aber auf jeden Fall in der morgigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.